nach der Schließung war die Stimmung natürlich ganz anders und jetzt hat es lange gedauert, bis wir wieder öffnen durften und wir stehen in den Startlöchern und wir freuen uns richtig auf unsere Besucher, nicht nur wir, auch unsere Tiere. Wir haben sehr, sehr viele Tiere, die tatsächlich auch mit dem Menschen viel interagieren, unsere Affen zum Beispiel, wir haben unsere Löwen und die sind zum Beispiel auch per Hand aufgezogen. Das heißt, die warten richtig darauf, dass wieder Besucher da sind und die tatsächlich auch ein bisschen was zu tun bekommen und zu sehen bekommen. Also die normalen Vorbereitungen nach so einer längeren Schließung und wir haben ja alles ziemlich runtergefahren mit Kurzarbeit und haben nur das Nötigste gemacht. Die Vorbereitungen sind ganz klar. Wir müssen sauber machen, wir müssen alles wieder schön machen für die Besucher und uns herrichten. Und das sind im Grunde erstmal die ganz normalen Dinge. Aber darüber hinaus hat Corona natürlich auch Änderungen für uns parat gehabt. Und wir haben versucht, uns da bestmöglich anzupassen und haben ein Hygienekonzept entwickelt. Wir haben verschiedene Dinge eingerichtet bei uns im Park, die es vorher nicht gab. Darunter fällt zum Beispiel ein Spuckschutz an den Ausgaben, an den Kassen. Die Gastronomie kann zurzeit nicht öffnen. Wir haben Markierungen für einen Mindestabstand. Wir haben Hinweisschilder für einen Mindestabstand. Wir verkaufen auch einmal Masken bei uns, falls jemand seine nicht dabei hat und diese mitnehmen möchte. Grundsätzlich ist es nicht notwendig, das auf dem Gelände zu tragen. Sollte man aber Bereiche benutzen, die vielleicht enger sind oder auch den Sanitärbereich, da empfiehlt es sich, eben eine Maske dabei zu haben. Ja, wir sind schon froh, dass wir natürlich den Tierparkbereich und auch die Spielplätze öffnen können. Der Freizeitparkbereich, also all die Attraktionen, an denen man gegebenenfalls auch längere Zeit in einer Schlange stehen muss, die sind zurzeit noch geschlossen. Das ist für uns aber okay, denn wir freuen uns auf jeden Fall, schon mal einen Teil den Besuchern wieder öffnen zu können. Ja, man merkt das auch im Team. Also es ist ein sehr, sehr großes Aufatmen. Man hat unter erschwerten Bedingungen gearbeitet, mit vielen Sorgen, mit vielen Ängsten. Und einige davon sind jetzt genommen, zumindest ein Stück weit. Und das merkt man der Belegschaft auch an. Da ist wieder neue Energie und neuer Mut, für die Besucher da zu sein. Und das ist eine schöne Geschichte. Das ist anders, als wir das sonst haben, wenn wir aus der Winterpause quasi aufwachen. Man muss tatsächlich sagen, das ist, als wenn man nie aufgehabt hätte und man macht den Park tatsächlich das allererste Mal auf. So ein bisschen ist dieses Gefühl dabei, ja. Ich hoffe doch sehr, dass es heute noch voll wird. Wir haben es 9 Uhr, kurz nach 9. Wir wollten die Ersten sein, haben es fast geschafft. Aber ich denke, das wird sich heute noch füllen. Die Preise sind ja auch angepasst worden, weil die Attraktionen noch nicht so geöffnet sind. Wir sind gut ausgestattet. Mundschutz, Desinfektionsmittel, Hände waschen. Und dann sage ich mir auch, gut, wir gucken mal, wie viel los ist. Wir sind auch früh da. Wir vermeiden Menschenmengen. Es ist jetzt auch nichts los, dass wir jetzt hier vormittags in Ruhe durchschieben können, gucken können. Und dann sind die Kinder auch wieder gut zufrieden. Ich glaube, für den Kleinen ist das schwerer gewesen, die Zeit, als für uns Große. Also, aber er freut sich auf jeden Fall.